Hallo Freunde, willkommen zurück zu Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und ich muss gerade wirklich überlegen, wir haben letztens auf jeden Fall einen Haufen Aufgaben für die Zoras gemacht. Dadurch habe ich ja jetzt auch die komplette Zora-Rüstung. Ihr seht schon, ich habe jetzt auch das komplette Sonos-Set. Also ich habe mir noch die Knieschützer geholt, den Rest hatte ich ja schon zufällig immer gefunden. Und wir machen weiter damit, dass wir gucken, dass wir hier noch alle Nebenaufgaben und Co. abarbeiten können, bevor wir uns dann mit Ganon prügeln. Hab wieder eine Batterie mehr. Und ja, wie immer habe ich mir wieder ein paar Schreine markiert, die sich machen lassen würden. Immerhin gibt es ja dann auch direkt wieder ein Herz mehr für den Link. Und dann muss ich gucken. Also ich habe mir jetzt gedacht, in meinem Buch gibt es ja immer so eine Kurzzusammenfassung zu den einzelnen Kapiteln, welche Nebenaufgaben etc. sich anbieten würden. Und ich habe jetzt zum Beispiel von Weise des Windes ist alles fertig. Ich bin gerade beim Kapitel Weise des Feuers, ob wir das mal durcharbeiten. Ja, wo starten wir da am besten? Der ist ja in so einer komischen Mine drin. Ich weiß, der ist in der Höhle. Also der Schrein ist nicht direkt hier. Aber hier ist die Höhle, wo ich rein muss. Und dasselbe galt auch hier. Der Schrein ist auch nicht direkt hier, aber hier ungefähr ist der Höhleneingang. Deswegen habe ich mir das da markiert. Haben was. Ich gucke mal, dann gehen wir erstmal in die Gerudo-Ebene, würde ich sagen. Aber mit dem Sonos-Set, das werde ich mir dann wahrscheinlich anziehen, wenn es zum Altar geht. Einfach nochmal die Katze mit dem Outfit zu sehen. Wir machen es am besten mal so. Habe ich noch ein Rhodonit? Gott, ich habe so viel. Ich muss mal was verkaufen, was ich wirklich nicht brauche. Da! So. Dann. Ach komm, ich pack mir den Schild ran. Kälteschutz. Und dann geht's direkt hier runter. Ich glaube, ich fliege von hier oben aus los. In Gerudo gibt es ganz schön viele Monsterstützpunkte, habe ich so gesehen. Ach nee. Ich dachte gerade, es ist ein Moldora. Wartet hier mal eine Startbahn? Wo bist denn du? Okay, es ist blau aufgeleuchtet, also was auch immer es ist, ich habe es schon fotografiert. Immer wenn da so eine... Alter, was hat dieser... Was hat dieser... Ach nee, es ist die Windmühle. Ich dachte gerade, da ist irgendwo ein Kroggy und der hat so... Ich weiß, naja. Jedes Mal, wenn hier irgendwo so eine Sandwolke hochgeht, denke ich immer, da ist ein Moldora.
Kann ich noch ein paar Zitterfrüchte mitnehmen. So. Huch! Mea culpa, hab ich gar nicht gesehen. Meine ganzen Waffen gehen kaputt. Huch! Hey. So, ich schon zerbrochen. Bin ich jetzt alle um den einen eingeloppen. Oh, Elektrofrucht. So, so, hier muss irgendwo ein Loch im Boden sein und durch dieses Loch muss ich durch. Oder halt ein Strudel, aber ist das da ein Strudel, Momo? Momo, du nervst. Ist ja gut, ich lass dich ja raus. Oh Gott, sonst muss ich da halt nie drauf reagieren, weil, Momo eigentlich ja alle Türen selber aufkriegt. Bleib bitte einfach mal kurz stehen, Linky. Nee, das ist nicht das, wo ich hin muss. Wenn ich jetzt reinspringe, bin ich am Arsch. Aber ich bin gar nicht weit. Zumindest laut dem Bild. So, mein Bild zeigt mir auch so ein Gebilde an. Aber irgendwie auch nicht exakt dieses. Ja, es ist irgendwo mit da. Das ist es, glaube ich. Das scheint zu sein. Einfach mal reinspringen. Kann ja nicht passieren. So, das finde ich immer ziemlich böse versteckt, ehrlich gesagt. Weil komm schon, normalerweise würdest du doch hier nicht reinspringen. Also jetzt mal ohne Witz.
Ich glaube, ich ziehe mal eben die Sandstiefel an. Boah. Ich soll den... Was? Ganz kurz. Hier ist nichts, ne? Nee. So, Statue. Statue. Huch! Zeigt auf eine Kurbel. Scooter an Gyptos. Die sind halt echt nicht schnell. Ja, keine Ahnung, wo hier schon wieder was ist. Kommt ihr mit, Leute? So. Muss ich kurz gucken. Angeblich ist hier irgendwo eine Öffnung in der Decke. Es sind mehrere Öffnungen, danke. Aber Moment, ich habe hier ein Bild. Irgendwo hier bei dem. So, ich gehe nach oben, dann soll der Boden hier, genau. Oh, Hallöchen. Ja, vor dir muss ich keine Angst haben. Ah, danke schön. Und eine weitere Statue. Ja, richtig. Oh, das ist doch eine Blume.
Mini-Öffnung, also nein, nicht fotografieren. Einmal durch, bitte. Was schmeißen wir weg? Das Masterschwert. Nein. Ich wollte ja schon gern das Gerudum. Na gut, obwohl. Nee. Dann lasse ich das Messer hier. So, die kann ich wegmachen. So. Ja. Taschen. Hier irgendwie richtig unangenehm dunkel drunter. Die brauche ich. Gebe ich glaube für den Ast weg. Oder? Ach komm, leg mich dem Messer. Weiß halt immer nicht, noch nicht, inwiefern habe ich mich denn da jetzt verletzt? Ist das generell, wenn man in so einen Sandwirbel springt, dass man dann ein bisschen Schaden einsteckt, oder bin ich scheiße drauf gesprungen? Ah, dich nehme ich doch noch mit. Ist sonst noch irgendwas Interessantes? Schaut nicht so aus. Na gut. Dann kannst du weg. Würde ich sagen, gehe ich als nächstes hier hoch. Komm, wir gehen von da oben. Ich glaube, das macht fast mehr Sinn. Aber da brauche ich kurz Kälteschutz. Nein. Ach ja, Schneestiefel. Der Lila, okay.
Ich finde das Segel echt hübsch. Zora-Segel. Und es fängt an zu... Da unten, das müsste auch schon sein. Ich habe halt Angst, dass jetzt wieder Blutmond ist. Also wirklich merke ich das mit weniger Abklingzeit halt echt nicht. Na, Tulin, hätte ich mir vielleicht sparen können, dich noch hoch zu pushen. So. Jetzt ziehe ich nochmal die Sonau-Sachen an. Guter Durchschnitt. Boah, das war jetzt semi-genial. Na gut. Was liegt da? Holzpfeil. Sehr gut. Meine Güte, das kam noch nicht einmal. Oh, auch gut. So. Da ist ja noch eine Truhe. Cheater.
Es hat doch grün geleuchtet. So. Ein kleiner Schlüssel. Schätze ich mal, den werde ich hierfür brauchen. Ja, ich mache dasselbe wieder wie mit der Schatztruhe. Komm mal richtig hoch hier. So. Haha. Rollst du vielleicht schon in deinem Kuhle? Ja, sie rollt direkt in die Kuhle. Haha. So, bitteschön. Hab's geschafft. Was hatte ich mir hier eigentlich so erwähnen, ja. Könnte man auch mal machen. Zumindest mal die einfachen. Passt jetzt vor allen Dingen auch mal zu links Arm, ne? So. Dann du auch weg. Da muss ich halt hier in eine Höhle rein. Ich überlege, okay, ich gucke gleich noch mal auf die Uhr, ob ich dann im Stall noch schlafe oder ob ich weitergehe. Ich vergesse immer, dass Sidonskräfte mich ja auch vor Hitze schützen. Na toll, da hinten kommt irgendwo ein Sternsplitter runter. Keine Ahnung, ob ich es da gut hinschaffe. Was ist denn das? Ernsthaft? Da ist es gelandet?
Na dann noch mal. Ich glaube, der bleibt da ja liegen, ne? Ich probiere es jetzt mal aus. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die liegen bleiben. Genau da, wo ich hergekommen bin, ne? Hier mich auch. Mir war es, als ob die liegen bleiben, wenn sie einmal runtergefallen sind. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren und dann ist scheiße. Mann, Junobo. Du Arsch. Meine schönen Eisfrüchte. Da leuchtet es auf jeden Fall noch. Ein großer? Wirklich genau bei so einem Viech. Sternensplitter. Okay, ich habe nicht keinen Platz mehr. Da ziehe ich jetzt noch mal hier die Erwachensrüstung. Wo war das Oberteil? Da. So. Okay, dann gehen wir wieder zurück. War jetzt gelb, oder? Ja. Na, da unten flattert wieder Zelda durch die Gegend. Bist mal so nett und führst mich zur Höhle. Dann hätte ich mir jetzt noch ein paar schöne Rubine mitnehmen können.
traue dem trügerischen Frieden nicht. Ja. Gut, ihr seid ja noch harmlos, ne? So, Platz. Eigentlich sollen hier irgendwo zerstörbare Felsen sein, aber ich sehe gerade nichts, ehrlich gesagt. Doch, ach Mann. Gott, bin ich blind. Junobo. Da ist ein Eisschleim. Tachchen. Was hat der hier dran? Schild der Winde. Den will ich mal eben fotografieren. Wenn nicht, dass ich den. Nee, den habe ich noch nie gesehen. So, dafür nehme ich dich wieder mit. Komm mal mit. Hinter den blauen war, glaube ich, das Mayui. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Ach so, ja. Erstmal neuer Bogen. Kommt mal her. Also blaue Steine juckt das irgendwie nicht, wenn ich mit Riku angreife. Riku, nicht Riku.
Da ist ein Monster dahinter. Jetzt würde ich gerne noch mal gucken, was ist denn da hinten? Noch ein Eisschleimi. Ja, dann mach hier schon mal ein bisschen. Oder auch nicht. Hasenschild. Nee, danke. Denn hier überall Raubschleime. So. Ach, dann wäre ich da rausgekommen. Also ich kann von beiden Seiten kommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Egal. Yonobo. Nein. Du bist nicht Yonobo. Wo ist ein Rietschu jetzt wieder hin? Da ist Sidon? Da hinten ist Rietschu. Aber reicht's vielleicht schon? Nee, reicht noch nicht ganz. Yonobo, ich brauch dich. Komm her. Was wird das da frei? Danke. Da muss ich durch. Endlich. Obwohl der Weg hier ja ungefähr so ist wie der in der Gefängnisruine. Vielleicht nicht ganz so schwer, aber trotzdem ist das hier natürlich ein Rätselschrein. Und kein Regen, ja. Ja. Segensschrein. Groß oder klein? Nein. Ja. So,
So, im nächsten Raum ist eine Schatztruhe. Da oben. Mir die kleine schnappen. Dann kann ich wirklich auf die drauf. Ja, okay. Und wieder runter. Yay! So. Wo ist denn die Zielscheibe? Ach, hier muss ich irgendwie eine Kurve machen. Nee, halt. So die beiden aneinander. Und dann so richtig. Das kann doch never ever funktionieren so. Okay, doch, die werden wirklich da nach rechts gezogen. Okay. Ein bisschen weiter vorne ab. Nee. Du sollst hier niemanden herfalten. Ah, nee, 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 das war nee. Nee. Ich glaube, ich stelle mich mal wieder dümmer an, als sein müsste. Nee, das war viel zu weit. Das war viel zu weit links. Geht doch.
Das sieht so geil aus. Hundertsiebenundzwanzig Schreiner habe ich schon. 150 gibt's insgesamt, ne?